Konzert abends, das verbraucht wahnsinnig viel Energie. Also man ist dermaßen mit dem Körper im Einsatz, wenn man spielt. Man setzt sich dermaßen auseinander, dass der ganze Puls und die ganze Konzentration, die ganze Energie erstmal runterkommen müssen. Das ist jedes Mal ein Prozess. Hier kann ich spielen, die Tür zumachen bei der Kirche und bin raus in der schönsten Natur. Das ist wahnsinnig wichtig, um eine innere Balance bei mir zu schaffen. In der Natur sein ist vielleicht die kräftigste Auftankung, die es überhaupt gibt. Ja? Also man hat alles, also man hat eben die Inspiration von der Natur, man nimmt aber auch sofort die Elemente wahr, was auch wichtig ist, Wind und Wasser, man hat alles da. Ja, ich bin seit über 10 Jahren schon hier. Ich finde die Natur hier schon erstaunlich, weil die ist einerseits etwas lieblicher als an Orten, wo man diese riesige Felswände hat. Gleichzeitig hat man aber auch die Berge nicht so weit von sich. Also das finde ich eine tolle Kombination. Und es ist umso schöner, dass ich einfach dann Musik und diese Natur diesen Sommer einfach hier verbinden kann. Am Konzerttag versuche ich eben draußen in der Natur den ganzen Abend mal durchzugehen. Also ich gehe die ganzen Stücke durch und ich versuche bei jedem Ton was zu finden, was mich daran fasziniert oder was will ich heute Abend dem Publikum mitteilen. Also heute Abend spiele ich in der Tat zum ersten Mal öffentlich auf einem Hammerflügel. Das ist das Instrument aus der Zeit, würde ich sagen, grob gesagt, zwischen Mozart und dann später Beethoven und Schubert. Die Spielweise ist sehr anders, zumindest auf dem Instrument. Die Mechanik ist viel, viel leichter. Also man muss mit viel mehr Feingefühl rangehen. Also die heutige Mechanik ist so gebaut, dass man schon wirklich aus den Schultern so viel Gewicht da reingeben muss, damit der Flügel dann richtig auch laut wird. Und das ist eben nicht der Fall hier. Man muss sich auf jeden Fall die Energie richtig einteilen am Konzerttag. Also ich werde jetzt zum Beispiel in der Probe nicht alles geben. Also ich versuche in Proben einfach so viel beim Orchester, bei den Kollegen zuzuhören, was sie machen, um dann im Konzert richtig vorbereitet zu sein. Ich muss mich ein bisschen schonen. Dann vielleicht ein bisschen schlafen zwischen Probe und Konzert. Und dann, das Konzert ist dafür da, eben, dass alles rauskommt.